Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu Life is Strange. Ja, hier geht's weiter. Wir haben uns diesen ganzen. Der erste Part war ein Lesepart, der zweite Part war ein Anschaupart. Wir haben jetzt hier alles angeschaut, was es hier gab. Also es gibt hier wirklich viel zum Anschauen. Und um das Let's Play in die Länge zu ziehen. Nee, aber ich würde schon gerne immer mal alles angucken, ne? Und jetzt müssen wir auf die Toilette gehen. Da wollte nämlich die junge Frau. Ja, du brauchst eine Auszeit auf der Toilette. Das heißt, sie muss kacken gehen. Und das machen wir jetzt auch mal. Nobody can see my meltdown, except for me. Yeah. Ja, liebe Freunde, entschuldigt bitte, ich habe schnell das Fenster zugemacht, weil die Glocken draußen läuten. Okay. Wir sind jetzt hier auf der Toilette. Ja, das ist so schön. Ich bin so gern auf der Toilette. Das Waschbecken benutzen. Just relax. Stop torturing yourself. You have a gift. Fuck it. When a door closes, a window opens. Or something like that. Okay, girl, you don't get a photo op like this every day. Ich will das noch nicht machen, weil es offensichtlich ist, dass da irgendwas ist. Gucken wir mal. I feel like the universe is taunting me everywhere I go today. It all started with that bizarro dream in class. Am I going crazy? Wollte ich mich mal richtig ausrichten? Naja. So. Wunderschön. Ein wunderschönes Bild. Naja. Ansehen. Ja, das ist ja hier ein schönes Bild mal wieder. The last time I got a flu shot, I got the flu. Fuck you. Ja, natürlich bekommt man von der Grippeimpfung Grippe. Lass dich gegen Grippe impfen, bevor die Grippe dich erwischt. Mach dich heute immun. Das ist doch normal, das weiß doch jeder. Griffity. Now who would bother to write that crap? Rachel Amber is a bitch. Was haben wir denn hier noch? Auf dem Klo gibt es wahrscheinlich nichts weiter. Wir haben hier einen blauen Schmetterling und der Feueralarm. Kann man den jetzt hier benutzen? Ansehen. I remember when somebody punked the alarm last month. At least I got out of science class for that quiz. Okay. Der Schmetterling. Oh. Whoa, where did that butterfly come from? It doesn't look like any kind I've ever seen before. The blue wings are practically glowing. I can almost feel the air moving around me. The butterfly feels almost like a spirit. Hm? Na dann mach mal ein Foto, Mensch. Cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No!
Was zum Geier? Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. He likely was. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now, shit! Can you give me an example of a photographer? Damn, I cannot believe this. Captured the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? Go, Victoria. Why Arbus? Halte rechte Maus und images of hopeless. Kann man diesen Fotoapparat wieder? I did it. I actually did it. I'm a human time machine. Anybody? Max, don't freak out. Not yet. Ja, wir könnten jetzt doch die. Aber ich weiß nicht mehr. Wir machen jetzt mal ins. When I took my selfie, Jefferson asked me a question. If he does again, I'll know this is for real. Kids call a selfie a dumb word for a wonderful photographic tradition. And Max has a gift. I know I'm not dreaming this. You all know that it's real. Has been I can tell. The early 1800s. Your generation so I can go back in time. Selfie expression. What if that girl isn't dead yet? I couldn't resist. The point can I save her? Portraiture has always been a vital aspect of art and photography. I need to go to the bathroom quickly and check it out. Now, Max, since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Ich dachte, jetzt kann ich die richtige Antwort geben. Mir ist schlecht, ich muss zur Toilette. I'm sorry, but I really have to use the bathroom. Nice try, Max. But you're not gonna get away that easy. We can talk more after class. Is there anybody oh, here shit. Who knows their stuff? Jefferson wants to keep me after class. And oh. I need time to save that girl. A process that gave portraits a sharp reflective style like a mirror. Now you're totally stuck in the retro zone. Sad face. Very good, Victoria. What if I rewind again and give him the right answer? Dieses Symbol zeigt an, dass du einige Informationen erhalten, die nützlich sein, wenn du zeigst. Halte die rechte Maustaste, um den Dialog zu öffnen. Ja, aber halte die rechte Maustaste, halte Umschalt, um schneller zurückzuspulen. Aber was ist jetzt? Max. Since you've captured our interest and clearly want to join the conversation, can you please tell us the name of the process that gave birth to the first self-portraits? Auf jeden Fall. Okay. The Daguerrean process, invented by a French painter named Louis Daguerre around 1830. Somebody has been reading as well as posing. Nice work, Max. The Daguerrean process made portraiture hugely popular, mainly because it gave the subjects clear, defined features. You can learn more when you actually finish reading the assigned chapters. Also auf jeden Fall. Max is so far way ahead of everyone. And guys, don't forget the deadline to submit a photo in the Everyday Heroes contest. I'll fly out with the winner to San Francisco, where you'll be feted by the art world. It's great exposure, and it can kickstart a career in photography. So Stella and Alyssa, get it together. Taylor, don't hide. I'm still waiting for your entry too. And yes, Max, I see you pretending not to see me. Ja, auf jeden Fall. You are not crazy. You are not dreaming. It's time to be an everyday hero. Also, okay, was haben wir denn für Informationen? Hier haben wir 9 Seiten. Okay, nächste, 9. Da. This does not exist, 7. Oktober. Das wird der merkwürdigste Eintrag aller Zeiten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es begann mit dem lebhaftesten Traum meines Lebens. Ich lief mitten in einem Sturm zum Leuchtturm, bis ich zur Klippe kam. Dann sah ich einen riesigen Tornado auf Arcadia Bay zusteuern.
Es war so echt, dass ich den Regen auf meinem Gesicht fühlte und die Hosen voll hatte. Dann wurde ein Boot in den Leuchtturm geschleudert und ich dachte, ich sterbe. Aufgewacht bin ich in Jeffersons Stunde, dabei hatte ich nicht mehr geschlafen, wäre fast vom Stuhl gefallen. Er hat mich was gefragt und ich habe total versagt. Victoria hat mich natürlich noch dümmer aussehen lassen. Sie ist so fies. Dann war ich zu feige, ein Foto für den Helden des Alltagswettbewerb einzureichen, während Victoria sich bei Jefferson einschleimte. Er ist so cool und will, dass ich Erfolg habe. Na, wenigstens hat sie das geschnackelt. Ah, jetzt kommen wir hier Nathan. Nathan ist nicht dieser... Ich dachte, Victoria Chase wäre mein größtes soziales Problem. Jetzt muss ich mich auch noch mit Nathan Prescott rumschlagen. Ich denke, er hat meine verrückte Zeitreisekraft ausgelöst, als er das Mädchen im WC erschossen hat. Er ist 19 und bereits ein furchterregender Scheißkerl. Ich denke, ich habe einen großen Vorteil gegenüber Nathan mit meinen Zeitreisen. Aber wenn er mich erschießt, kann ich auch nichts mehr ändern. Ich muss aufpassen, wenn er in der Nähe ist, besonders weil er Freunde in wichtigen Positionen hat. Der Name seiner Familie steht quasi auf dem Gebäude in Blackwell. Sein Geld gegen meins. Nathan tut mir schon leid. Er scheint sich nicht unter Kontrolle zu haben, als hätte er Drogen oder zu viele Medikamente genommen. Andererseits ist er ein Arsch, den niemand zur Rechenschaft zieht. Und er hat fast ein Mädchen auf dem Campus getötet. Soll ich direkt zur Polizei gehen? Was soll ich zu meiner Zeitreise sagen? Gar nichts. Ich muss ab jetzt die Augen im Hinterkopf haben. Also das ist jetzt schon interessant, ne? Also wir haben jetzt auf Deutsch gesagt, die Macht dazu, Sachen zu ändern. Aber es tut ihr nicht gut. Wenn sie die Zeit zurückspult, haben wir gesehen, es tut ihr nicht gut. Zurückspult. Das heißt, wir gucken mal, wir sprechen jetzt nochmal mit Kate kurz. Nice answer, Max. Are you okay? You look pale. Kate, did we talk at all today? This is the first time. What's wrong? I'm sorry, I'm just tripping. Too much stress. I know the feeling. By putting yourself out there in the world, no matter who wins. I wish we didn't. I do have to go, but we can talk later if you want. I'll see how I feel. Thanks, Max. Die tut mir irgendwie leid, die Kate. Okay, wir gehen jetzt nochmal hier hin, ob da noch ein anderes Gespräch ist. Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you for a moment? Yes, excuse you. No, Victoria, excuse us. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Ich weiche nicht aus. Ich weiß nicht, ob ich eins habe. Ein Foto habe oder ich weiß es nicht. Yeah, I'm not sure I have one. Given your selfie output, I'm sure you must have about 1,000 pics by now. It'll take a long time to find a good one. Max, don't wait too long. John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Go on now. Don't let me stop you. Drücke Strange, um schnell eine letzte Aktion rückgängig zu machen. Was? Whatever gifts I have with the world. Ja, kann ich das so oft wie... Excuse me, Mr. Jefferson, can I talk to you? Let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Also kann ich auch. I think John Lennon once said that life is what happens while you're busy making other plans. Max, you're on fire today. All the right answers. Good. Make sure you finish working on it by today. I have faith in you. Okay, das ist sehr krass. Aber kann man das so oft wie man will machen oder? Oder lässt irgendwann die Kraft nach oder bricht sie zusammen, oder? Ne? Wir werden sehen. Please, please. I can't tell anybody. They'll think I'm crazy. Steht denn dieser Typ hier irgendwo rum oder die Alte, dass man da irgendwie. Keine Ahnung, wir gehen jetzt einfach mal hier rein. Betreten. Okay, Max, retrace every step.
I washed my face. I shredded my photo. Then the butterfly flew in. And I took a photo. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself! You don't know who the fuck I am or who you're messing around with! Where'd you get that? What are you doing? Don't come on, put that thing down! Tell me what to do! Wowzer, it's happening again. People are trying to control me! You are going I need a hammer to break it open. Namo! Would ever even miss your punk ass, would they? There's Namo! Get away from me, psycho! Nein! Holy shit, I can't let this happen. If I can reverse time again, I can help her. Okay, wir müssen nochmal zurück. Wir gehen nochmal ganz weit zurück. Ah, was ist denn los? Ja, lang kannst du... Komm. Komm! Wagen bewegen. Kann ich denn... Okay. Nehmen. Brauchen wir nicht anzusehen. Ich glaube, damit kannst du... Nein! Hat schon wieder. Ich hab doch den Namo, verdammt. Okay, wir müssen nochmal zurückspulen. Den Hammer, haben wir den jetzt schon oder legen wir den jetzt automatisch wieder hin? Ah, nein. Okay. No way. Don't ever touch me again, freak. Okay, die Situation haben wir. Another shitty day. That did not happen. This cannot be real. I just saw a girl get shot and then saved her. What the fuck is going on? Do not freak out. Okay. Hey, do you hear that fire alarm? That means you should be outside. I had to use the bathroom. Girls always use that excuse. Excuse for what? For whatever you're up to. Your face is covered in guilt. The alarm tripped me out. Then trip on out of here, Missy. Or are you hiding something? Huh? Thank you, Mr. Madsen. The situation is under control. There's no emergency here. Leave Miss Caulfield alone and please turn off that alarm since that's your job. Aber wenn ich jetzt jedes Gespräch zurückspulen kann und jedes Mal andere Antworten geben kann, kann ich mich ja immer wieder... Ja. Okay, das scheint hier Direktor, der Direktor zu sein. Principal Wells always looks so distracted. I can never figure out what he's thinking. Does he hate me? Wenn er dich hassen würde, hätte er das mit rumgematzt. You look a little stressed out. Are you okay? I'm just a little worried about my future. You're sweating pinballs. Is that all you're thinking about? You could always be upfront with me, Max. Or have you done something wrong? Is that it? Well, Max, talk to me. Die Wahrheit verbergen oder Nathan melden? Die Wahrheit verbergen. Ach so, weiß ich, habe ich jetzt gewisse Zeit nur? So kann ich Nathan mich dann auch irgendwie kacke baut mit der, aber hier. Hier kriege ich vielleicht Stress oder irgendwas. Ich habe keine Ahnung. Sind wir jetzt eine Petze? Aber ich meine, es ging ja um eine Pistole. Das heißt ja, da hat jemand erschossen. Aber wenn ich das jetzt, klinge ich vielleicht verrückt. Ich glaube, ich lasse es lieber. I just got sick in class. Female trouble. Except you're wandering around like a zombie. And do you think that's the first time a student has used that line on me? It's the truth. I felt dizzy in Mr. Jefferson's just class. Just tell me what you're hiding. You can trust me. There's nothing to hide. I got sick. It happens, you know. There's that teen toot again. You know, I've heard enough. Don't think I don't know what goes on around here. You've only been here for 3 weeks, and you're already causing conflict.
I don't think your parents will approve when they find out. Now get outside with class. Please. No, he does not buy that at all. I may have just flushed my scholarship down the toilet. Yes, I could rewind and actually tell him the truth. Sie könnten jetzt die Wahrheit sagen. Okay, was könnten denn die Folgen sein? Ich weiß nicht, inwieweit das Spiel programmiert ist. Ich meine, der Typ könnte die jetzt immer noch erschießen. Aber wenn ich dem die Wahrheit sage, ich weiß nicht, ob das mit Nathan bloß die Waffe ist oder ob die jetzt sagt, dass sie Zeit zurückspringen kann. Aber ich glaube, das macht die nicht. Max, you better go on outside now. Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, was ich. Aber dann kriege ich vielleicht. Ich meine, dann ist vielleicht jetzt. Es sind ja 5 Episoden. Es hat dann vielleicht noch in der anderen Episode mit diesem Nathan zu tun. Ich habe jetzt für den Mörder gelogen, sozusagen. Nur um mich zu schützen. Was mache ich? Freunde, was mache ich? Ach komm, wir machen nochmal. Wir gucken mal. Wir spulen jetzt mal zurück und sagen mal die Wahrheit. Mal gucken, was passiert. So. You look a little stressed out. Wir melden mal Nathan. Wir sind mal eine Pizza. I just saw Nathan Prescott waving a gun around. In the girls' room. Nathan Prescott. You sure? Yes. He was in the bathroom talking to himself with a gun. I saw everything. He was babbling like crazy. Okay, slow down. Slow down. So now you saw this without him seeing you. I was hiding behind a stall. I have the right to be there. It's the girls' room. I know. I just want to be completely clear what happened. Mr. Prescott happens to be from the town's most distinguished family. And one of Blackwell's most honored students. So it's hard for me to see him brandishing a weapon in the girls' bathroom. So what happened next? Then he left. I ran out here wondering what to do. Are you gonna bust him? This is a serious charge. I'll look into the matter personally. Thank you for bringing it to my attention. That's it? After what I told you? We'll continue this discussion later, in my office. Please go outside with the rest of your class now, Miss Caulfield. Of course this academic drone won't do anything, since the Prescott family owns Blackwell now. Should I rewind and change my story? Er wird's nicht glauben. Okay, komm, wir spulen noch einmal zurück. Und ändere nochmal unsere. Kann ich denn so oft wie möglich zurückspulen? Ich weiß es eben nicht. Hallo? Was jetzt? Don't wander around here. Get on outside. Okay, ich hab's verkackt. Ja, das ist ja cool, ja. Wir müssen erstmal ein bisschen rumprobieren, das ist ja klar. Ne, ich weiß nicht. Aber wir machen das dann natürlich später dann. Ich mach mal die Wahrheit verbergen. Ich glaube, das kommt besser, weil die glauben uns eh nicht. Bla bla bla, bla 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 bla. So. Die Tat wird Konsequenzen haben. Ja, ich habe keine Ahnung. Auf jeden Fall hier würden sie uns nicht glauben, würden uns dann vielleicht irgendwie. Keine Ahnung. Ich glaube, das hat mehr negative Konsequenzen für uns, als wenn wir die Wahrheit verbergen und jetzt einfach rausgehen und das Leben weiterleben. Obwohl ich andersrum denke, dass vielleicht dieser blöde Nathan da irgendwie noch andere Probleme machen wird mit, gerade mit der. Naja, ich lasse mal so. Ich weiß ja nicht, welche Auswirkungen, inwieweit das, aber wir lassen das mal so. Wir müssen damit jetzt halt leben und gut ist. Ich werde das auch bei jeder Entscheidung oder sowas, werde ich lieber ein bisschen länger drüber nachdenken, anstatt zurückzuspulen. Ich glaube, ich werde
ja, die Konsequenzen dann eben damit leben. So, wir sind jetzt außerhalb. Die Zeit ist schon wieder um für den Part. Ja, wir haben jetzt ein bisschen rumgetestet bei dieser Aufgabe. Klar, es war halt schön, mal beide Antworten. Aber obwohl, das ist eigentlich interessant, immer mal zurückzuspulen und zu gucken, was der antwortet. Und danach zu entscheiden, was wir von der Antwort nehmen. Ich glaube, das wird besser sein. Obwohl ich nicht weiß, wie oft man zurückspulen kann. Ob das dann irgendwo... Gibt es denn hier... Warte mal, man kann doch zu diesen... Halt, stopp. Das war falsch. Man kann doch... Ach nee, jetzt hatte ich schon wieder hier einen... Boah, so viele Seiten. Kann man das in dem Part noch durchnehmen? Informationen zum Zeitreisen, haben die doch gesagt, gibt's hier. Sollen wir das jetzt echt noch... die Sachen vorlesen, aber ich, also es ist interessant, muss ich sagen. Das ist definitiv ein interessantes Spielprinzip, muss ich sagen. Und wir werden das schauen, wie wir das spielen. Ich glaube, wir werden uns die Antworten nochmal anhören und dann entscheiden, weil das bringt uns doch einen Schritt weiter. Oder? Könnte sich dann aber auch in die Länge ziehen. Vielleicht sollte man dann einfach mit unseren Entscheidungen leben. Ich weiß es nicht. Nächste. Okay, ich fühlte mich so beschissen. Ich wollte bloß auf der Toilette allein sein und mein Gesicht waschen nach diesem Albtraum. Im Bad sah ich diesen wunderschönen blauen Schmetterling reinfliegen. Und als ich in der Ecke ein Foto von ihm machte, kam Nathan Prescott rein und führte wirre Monologe. Ich versteckte mich und kam... Ja, und dann kam diese Punkerin rein und sie stritten über Drogen und Geld. Und dann zog Neeson allen Ernstes eine Waffe und erschoss sie. Hier wird es merkwürdig. Als er abdrückte, kam ich aus der Ecke und steckte aus irgendeinem blöden Grund meine Hand aus, als könnte ich die Kugel aufhalten. Plötzlich fühlte ich die Veränderung in der Welt um mich und Druck auf meinem Kopf. Alles schien rückwärts zu laufen und ich war wieder an meinem Tisch. Ich dachte, mir wären Drogen untergejubelt worden, bis ich mich beruhigte. Im Unterricht lief alles wie vorher. Täglich grüßt das Murmeltier. Irgendwie konnte ich die Zeit zurückdrehen. Einen Nervenzusammenbruch konnte ich nur verhindern, indem ich ausprobierte, ob ich diesmal das Mädchen von Nathan retten könnte. Kein Plan, wie? Ich wusste nur, dass ich nicht mit mir leben können würde, wenn ich sie wieder sterben ließe. Diesmal konnte ich Jefferson mit den richtigen Antworten auf all seine Fragen entkommen und aufs Klo eilen. Ich versteckte mich wieder und konnte es kaum glauben, als Nathan auftauchte und wieder durchdrehte. Dann kam das Mädchen wieder aufs Klo und bevor Nathan sie erschießen konnte, löste ich den alten Feueralarm aus und verscheuchte die beiden. Sieg. Bis ich vom Sicherheitschef David Madsen, der sich für Chuck Norris Blackwell Ranger hält, ausgefragt wurde. Nathan Prescott hatte fast ein Mädchen getötet, aber das Problem bin ich. Ich war so froh, als Direktor Wells einschritt und David wegscheuchte. Ich wollte Director Wells informieren, dass Nathan auf dem Klo mit einer Waffe rumgefuchtelt hatte, wollte aber das Mädchen oder meine Fähigkeit nicht erwähnen. Aus offensichtlichen Gründen. Wie sollte ich ihm das erzählen, ohne irre zu klingen? Er fragte, was ich während eines Alarms im Flur zu suchen hätte. Ich bin immer noch froh, dass ich ihm nicht sagen musste, dass Blackwells allergrößter Wichtigtour in der vorherigen Zeitschiene ein Mädchen umgebracht hatte. Mein Schultag hatte also mit einem apokalyptischen Traum begonnen und endete damit, dass ich ein Leben rettete und entdeckte, dass ich die Zeit zurückdrehen kann. Besser geht's nicht. Okay, dann haben wir hier den David. Wow, der Wachmann ist das größte Arschloch hier. Und das will was heißen. Er tut so, als habe jeder ein Verbrechen begangen oder stehe kurz davor, eins zu begehen. Er hat mich heute im Flur ausgefragt und ich dachte, er verhaftet mich. Ich weiß nicht viel über ihn, aber ich habe gehört, er wurde aus der Armee geworfen oder so.
Natürlich wird er als Sicherheitschef an der Blackwell Academy angestellt. Man soll sich doch sicher auf dem Campus fühlen, oder etwa nicht? Dieser Idiot stolziert überall mit seiner Marke und Knarre rum, als wolle er den Elektroschocker zücken. Er würde aber ein gutes Porträt für Autorität liefern. Wer heiratet so einen Typen? Seine Familie tut mir leid. Muss sein, als lebe man in einer Kaserne. Grusel. Noch einer, dem ich aus dem Weg gehen sollte in Blackwell. Muss sie alle sammeln. Der nächste wäre dann der Direktor. Ich weiß nicht, was Direktor Wells Problem ist. Er scheint mir stets zu misstrauen. Wer hätte gedacht, dass ich solchen Ärger bereite? Er wollte wissen, warum ich Löcher in die Luft starre. Ich stotterte wie ein Trottel. Er hat so viel Macht über mein Stipendium. Stipendium, warum sage ich immer Stipendium? Macht so über mein Stipendium, dass er mich magennervös macht. Ach, mega nervös macht. Mein Gott. Ich habe ihn mit anderen Lehrern und Schülern lachen sehen. Also weiß ich, dass er ein Problem mit mir hat. Er schien etwas gestresst, aber das wäre ich auch, wenn ich Blackwell und das ganze Theater beaufsichtigen müsste. Sein Atem roch nach Alkohol, aber das könnte auch sein Eon de Golonet gewesen sein, oder? Bei meinem ersten Besuch in seinem Büro war er so nett und gab mir das Gefühl, Teil einer besonderen Welt zu werden. Er meinte, er hofft, ich werde mal eine großartige Fotografin, erwiderte Blackwell den Gefallen. Das halte ich für Wunschdenken, aber es hat sich gut angefühlt. Ich darf nur nicht weiter ausfallen, bis ich sein Vertrauen gewonnen habe. Ja. Aber warum haben wir jetzt eigentlich keinen? Wir haben. Nächste? Ah, jetzt haben wir die ganzen. Okay. Mhm. Haha, haha. Okay, hier kannst du nochmal alles angucken, was man so. Ja, liebe Freunde. Wie ihr merkt, wird es ein Spiel werden, wo ich bestimmt viel nachdenken werde. Oder natürlich laut denken werde, ist ja klar. Was wir da machen, was am besten ist. Aber ich glaube, wir müssen im Laufe der Zeit vielleicht doch lieber mit den Gedanken leben, jetzt diese Entscheidung getroffen zu haben. Aber ich weiß es nicht, wie man das am besten macht. Also es fühlt sich echt, immer wieder zurückzuspulen und die andere Antwort zu lesen, fühlt sich nach Cheaten an, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber irgendwo hat man ja die Möglichkeiten im Spiel. Also von daher, ich werde mal schauen. Auf jeden Fall sehr interessantes Spielprinzip. Und ja, wir werden jetzt... Habe ich das jetzt richtig gehört, dass wir die vermisste Person suchen werden, oder? Ja, wir werden schauen. Wir werden schauen, wie das Spiel weitergeht. Auf jeden Fall sehr interessant. Ach, guck mal, vermissten Booster. Wenn man vom Teufel spricht, vom Teufel gesprochen, kommt er angekrochen oder liegt vor einem auf dem Boden. Oh, ja, geil. So ein, wie heißen die Dinger? Ja, eine Drohne. Warte mal, wer fliegt denn die? Ah, die alte da hinten, wa? Egal. Ein Eichhörnchen. So, ich will den Part abschließen. Jo, liebe Freunde, da würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin, wenn es euch gefallen hat, ne? Ein Däumchen oder so, wäre ein Träumchen. Und ja, da würde ich sagen, bis denn. Tschüss.